Wir hatten für ein paar Jahre eine Vision, das war eine Rückkonversion von einem alten Industriesite. Zu der Vision hat natürlich auch eine Rückkonversion von den Espacen und Arbeitsplätzen gehört. Und wir haben ganz spezifisch auch direkt in die Kreativwirtschaft gedacht, die hier im Land noch immer vernachlässigt war. Das heißt, Kreative, die Toujours, die Palette ausmachen, hier am Lützebüsch, aber auch in der Großregion, haben am Anfang keine favorable Arbeitskonditionen zu einem moderaten Loyer. Wir haben dadurch, dass wir diese Site durch einen Bau auf 30 Jahre überholt haben, hatten wir ab 16.000 Meter Karre zur Verfügung. Und wir sind hier mit der Vision auf den Weg gegangen, ein Konzept auszuschaffen für das Projekt, das heute als 1535 bekannt ist, den aber an sich 1535 Grad Celsius heißt, was die Fusionstemperatur vom Eisen ist. Aber das ist ganz sicher, dass eine Reakquisition von einem industriellen Site, den wir hier haben, das war eine Lesung, wie Tanja auch schon gesagt hat, das ist eine Lesung, die erst für Jahren einfach entwickelt ging, weil wir hier ein Terrain haben, den der Achsler gehört hat, damals. Wir wollen einen Stroß bauen, als fameuse Pénétrante, die das Centre-Ville soll verbannen. Das ist ganz klar, dass ein Hommage da ist. Also ich meine, das ist eine industrielle Kultur, die sieht auch selber, wenn das Gebäude hängt, im Gesicht, dass alles respektiert wird, was jemand da ist. Da ist eine Seele dran. Die Seele, die spielt die noch an dem architekturalen Teil rum, wie wir das heute restauriert tun, mit, an unserem Gruppe de Travail, mit eben, wie kann ich das sagen, mit viel Leben und Überlegung, sodass der Respekt bestehen bleibt, ja. Also wir richten uns nicht nur an die jungen Leute, sondern auch an alle, die sich jung fühlen und die jung geblieben sind an ihrer beruflichen Experienz. Das heißt, wir ziblieren ganz bewusst nicht Start-up, wir sichern nur Leute, die natürlich professionellen Statut haben. Das können Start-up sein, das können aber auch Leute sein, die Senior-Erfahrung haben an einem kreativen Sport. Wir sichern auch noch eine andere Seite, noch andere Sachen, dass menschliche Kriterien, der Willen muss da sein, das ist immer das, was ich ein bisschen den 1535 Esprit nennen. Der Willen muss da sein, für seine Erfahrungen auszutauschen, für Kompetenzen auszutauschen, für Synergien, Willen zu finden. Und das Ganze wirklich auf einer Erschall, die eben den 1535 ausmischt. Und das noch mit einer guten Portion eben auch von lokalen Populationen, die wir auch wollen, mit aktiv an diesem Projekt teilholen, indem wir sie zum Beispiel auch durch verschiedene Manifestationen an der 1535 werden invitieren oder eben auch durch Brasserie, die ganz einfach den sympathischen Teil und auch den für das Grand Public wert sind und die doch nächstes Jahr da fertig wert sind. Ganz sicher, der 1535 ist, gebe ich gerne so noch ein Element klar von dem Ganzen, was heute für den Geschehen wird. Durch die Requisition hier bei einem industriellen Site, wo man drei Gebäude auf 16.000 Quadratmeter, die an die Kreativindustrie gerichtet sind, die ist Architekten, Designer, Grafiker, Gaming-Industrie, aber auch Artisten aus allen Branchen, Konditionen, kann ich fahren, aber es ist ein 1535 wird man eine Population hinkriegen. Das heißt, all die Leute, die auf der Sicht sind, nur einen spezifischen Raum, wir können so mal nach viel Böllischgeld etwas zu lohnen und aus der Branche kommen, vielleicht auch irgendwann daran denken, sich halt zu den Dingen niederzulassen, bringt selbstverständlich die Dinge einen wichtigen Punkt mit. Weil eine neue Population mit sich bringt, weil es neue Gedanken mit sich bringt, weil es eine andere Population mit sich bringt. Ja, das ist ein wichtiger Bestandteil. Kultur und Kreativität laufen auf einer Schiene, denke ich, wie sie da verbindet, da laufen eine ganze Partie Ideen, ja.
Ich denke nur spontan an ein Projekt, das man den nennt sich Music Factory. So, man, das ist etwas, was mir vielleicht auch ein bisschen am Herz legt, dass die Musikindustrie einen Platz findet, oder die Musikindustrie oder Musik allgemein einen Platz findet, wo sie Profsäle haben, wo sie aber ein Studio haben, wo sie sich können treffen, wo ein Austausch kann sein, um sich selber erlebt das ja nur dadurch, dass man dann eine Brasserie haben, wo ihn nur dem, wo ihn vielleicht etwas abgeholt wird, und ausgeschafft wird, auch mal Kaffee feiern. Ganz klar, dass, wenn ich so Musikindustrie, wenn ich Musiker habe, den du dran könnt, den braucht Fotos, geht vielleicht auch im Sit bei Fotograf, geht bei Grafiker. Das ganz placed an den Nähen, an du fährst die Mixität von den verschiedenen Berufen, die man hier ausschreiben oder ausschwätzen, ganz, ganz wichtig. Dadurch, dass die Brasserie da ist, hat man natürlich auch einen Impact von der Population, ob die Leute von denen selber, die hier unter dem wohnen, und die alle gute Willkommen sind, hier Matt zu machen und hier zu kommen und sich zu gucken, wie das aufläuft und ein Teil von der Matze drohen. Es sind Daniel Clarence. Es sind La Roche Marc. Und zusammen haben wir Anfang dieses Jahres als Agence gegründet, die 101 Studios ist. Wir haben von Dave Ding heim mit dem Projekt 1535 haben wir entdeckt für ein gutes Jahr. Und waren direkt begeistert vom Projekt, weil es einfach für die Kreativszene in Lützburg eine extreme Möglichkeit ist, sich weiterzuentwickeln. Und da wollten wir definitiv Teil sein und wir haben auch dünn als Portfolio angeregt und hatten das Glück, dann noch hier können direkt anzufangen. Ich meine, Dave Ding hat die Chance, die Infrastruktur zu haben, wie wenig die Feier im Land. Und, ich meine, du von profitieren. Ich vergleiche nicht ganz oft mit Williamsburg von New York, wenn ich gucke, was da geschieht. Und, so ähnlich kann ich das auch hier sehen. Das heißt, die Verdinger sind am Gang, sich nicht zu erfahren. Da teilt das, meine ich, recht ein kleine Schritt davon. Ich meine, mir gehört auch ein politischer Plan, wie dann wirklich weitergehen. Also, in der Stadt Zeit, auch was die kulturellen Investitionen geht, wo in die Verdinger wirklich immer mehr um Plan hört. Ich meine, es gibt ganz viele Beispiele, die ihr heute nennen könnt, vom Blues Express bis hin eben zu heute einem Event, der noch Let's Go Local hier 1535 stattfindet. Also ich meine, dafür investiert sich da ganz viel. Die ethnische Variation hier zu dafür, mit der haben wir bislang von gut kein Problem. Also das ist da positiv. Ich meine, sie wird vom Bäcker den Portugiesers oder vom Italiener, vom Jessing, vom Chinesen, vom Jessing. Das heißt, das von allen Variationen aus dabei. Und bislang ist das ganz positiv, haben wir es verschiedene auch schon zusammen geschafft. Ich meine, allein schon immer von der Luft, die hier ist, wenn man denkt, kann man dran gucken, wie von Mois bis sowas Luft, ein Day von der Luft, so eine Schlumpf. Die ihn von Mois bis sowas hier mitkriegt und wo er noch ein ganz anderes Stil auch mit der natürlichen Luftfoto kann machen, was einfach genial ist. Ich meine, der tut ihn auf keinen anderen Platz. Zumindest mit den größten Fenstern, die hier sind. Ich bin Tim und ich bin bei Radar zuständig für das Bild. Ich bin Fred und ich bin zuständig für Sound und Musik. Und ich bin auch Fred und ich bin Produzent und Realisateur bei Radar. Radar ist eine Produktionsfirma und wir machen Werbung, Kurzfilme, Dokumentäre, Musikvideos und wir sind umgegangen, uns in Richtung Kino zu bewegen. Das war die Philosophie von dem 1535 Gebäude, was uns am meisten gezogen hat, dass ich lauter kreativ geworden an einem originellen Umfeld. Und das ist auf jeden Fall, also das, was am meisten gezogen hat, die ganzen kreativen Hub, die ganzen Echange, den hier sehen. Die Mixität hier ist schon relativ groß, also wir sind eine Produktionsfirma, du hast einen Editor hier, du hast Leute, die Applikationen developieren, das ist die ganze Redaktion für mich essentiell, also das ist wirklich etwas ganz Multikulturelles und ich hoffe mal effektiv, dass in der Zukunft dass das Ganze noch mehr ausgebaut wird. Ich meine, du hast noch einen zweiten Teil, den du fährst und da kommen auch nur noch andere Artisten an Kreativbotten hier rein. Und wie gesagt, wie ich schon vorher gesagt habe, das ist wirklich die ganze Mischung. Die möchte, dass es hier wirklich interessant ist, zu schaffen. Weil wir zum Beispiel einen Artist brauchen, für zu designen für einen Film oder so, dann haben wir die direkt hier. Wenn wir einen Grafiker sich und einen Fotograf, die sind direkt hier neben drin. Und
das ist so, wie ich mir die Zukunft vorstelle, dass wirklich immer mehr eine große Kollaboration mit all den verschiedenen Botten, die hier am HCD-Verding sind, eben können stehen. Also als Bot ist sowieso schon multikulturell. Also wir noch ein Engländer bei uns und bei mir zu sind aus der Stadt und hin aus dem Süden, das ist auch schon eine andere Kultur. Und wir sind von der Stadt Deferding aus, weil natürlich das ist eine große Diversität. Und das meine ich, ist auch interessant. So. Wir sind auch selber hier an einem Vestige, an einem Tempel von den Erbischten. Das ist ein Teil von unserer Geschichte. Das ist ein bisschen wie, wie wenn ich in einem Busch besichtigen gehe. Und so. Also das ist etwas, was an unserer Kultur dran ist. Ich habe am Anfang nicht unbedingt etwas dagegen, hier zu wohnen. Es sind schon ein paar Maison und Maître, die ich gesehen habe, die mir gut gefallen. Nur sind wir froh vom Preis. Und, voilà, also, es sind eine angepflegte Stadt. Ich hatte aber, wenn die Konditionen richtig wären, habe ich aber wirklich nichts dagegen, hier zu kommen.